Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Atomic Heart. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wenn es euch weiterhin gefällt, gerne eine Bewertung da lassen für das Video. Und checkt auf jeden Fall auch unbedingt die Videobeschreibung ab. Macht man kostenlosen Gewinnspiel mit. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Okay. Hier waren wir gerade eben noch. Geil. Bin ich schon wieder in diesem Kostüm, ey? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, wer du bist. Ach, sie ist die Träne. Ah, okay, ich verstehe. Aber wer ist sie? War das dumm? Wo bin ich? Ich weiß nicht. Ah, hier klettern wir schon. Ah! Scheiße. Da wollte ich eigentlich gar nicht drauf. Ich wollte eigentlich auf die Liga, aber das ist irgendwie... Oh mein Gott, jetzt bin ich da abgeprallt, oder was? Ach man, ey. Geht das? Ah, wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt hier wieder. Okay. Danke. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich direkt umgebracht. Verdammt. Was zur... Charles, wo ist Larissa? Hat sich vor der Explosion versteckt. Und was ist mit Stock passiert? Stockhausen wurde durch die Explosion in einen Behälter mit Polymer geschleudert. Er ist tot. Du Heuchlerin. Ich bin Ärztin. Schöne Ärztin, du granatenschleudernde Furie. Petrov und Filatova sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Da gibt es keinen Zweifel. Und wenn schon. Wir müssen hier raus. Ich bin Ärztin. Wie er das gesagt hat. Nee, richtig? Auf der Seite? Ach, Leute. Major, lebst du noch? Nein, eine Granate hat mich getötet. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber das ist jetzt alles nicht von Belang. Und was ist von Belang, du durchgeknallte Quacksalberin? Wir müssen uns treffen. Das musst du mit eigenen Augen sehen. Ich zeige dir alles. Was meinst du mit alles? Du traust Sechenov viel zu sehr, aber er lässt dich im Ungewissen. Du hast keine Ahnung, was wirklich läuft. Wenn du es nicht mit eigenen Augen siehst, wirst du es nicht glauben. Ja, da hast du recht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was los ist. Du wirst es verstehen, wenn du es siehst. Ich habe Beweise.
Ich warte in der Akademie der Konsequenzen. Der Eingang ist im Leuchtturm. Traue niemandem. Tu ich nicht. Traue niemandem ist ein echt ganz guter Tipp. Also auch nicht ihr. Genosse Major? Ja? Du musst die Beta-Konnektoren unbedingt zerstören. Was hast du denn andauernd mit diesen Ringen, Charles? Du wolltest eine Entscheidung zu den Ringen treffen, wenn es soweit ist. Und das ist es jetzt. Ich habe keine Zeit dafür. Doch, die hast du, Genosse Major. Sonst ist es nämlich zu spät. Lass mich in Ruhe, Charles. Hier sind überall Leichen. Eine Irre mit einer Granate hat Stock umgebracht und zwischen uns und dem Ausgang steht ein Haufen Roboter. Wen kümmern die verdammten Ringe? Nennen sie nicht dauernd Ringe, Major. Gewöhn dir mal an zu denken, bevor du sprichst. Das sind Beta-Konnektoren, mit deren Hilfe zwei Robotermörder ausschließlich unter der Kontrolle ihres blutrünstigen Meisters stehen. Willst du noch mehr Tote auf dem Gewissen haben? Was für ein blutrünstiger Meister. Die Ringe hab ich und ich werde sie nicht irgendwelchen verdammten Robotern anstecken. Und wie lange werden sie in deinem Besitz bleiben, Major? So lange, wie ich noch am Leben bin und noch Zeit ist. Die Zeit ist abgelaufen. Die Assimilierung von Petrovs Kopf läuft schon. Setschunov führt die Roboter in ihren normalen Zustand zurück und dann ruft er dich zurück. Und dann nimmt er die Ringe. Scheiße, warum? Alle deine Sachen stehen in meinem Logbuch. Das kann ich nicht löschen. Den Zugang hat nur Setschunov. Und der wird sich zuallererst das Logbuch ansehen. Er will die Beta-Konnektoren. Die will anscheinend jeder haben. Warum? Sind denn alle auf persönliche Mörderroboter aus? Denk nach, Major. Wer hat nach den Beta-Konnektoren gefragt? Setschunov mit seinen Metallzwillingen? Stockhausen, Setschunovs Speichellecker und rechte Hand? Oma Sina, eine geheime Doppelagentin mit unbekannten Verbindungen? Oder willst du Petrov seinen letzten Wunsch erfüllen und die Konnektoren für Latova geben? Oh, was ist denn hier los? Bin ich der Einzige, der nicht den Verstand verloren hat? Wie du siehst, hängt alles an uns. Egal, wer die Beta-Konnektoren in die Finger bekommt, das Ergebnis ist immer das gleiche. Mehr Blut, mehr Tod. Die Ringe müssen zerstört werden, ehe es zu spät ist. Es ist nicht zu spät, Charles. Noch nicht. Mhm. Na gut, erstmal. Ich mache jetzt nochmal kurz hier meine Waffen und speichern und so. Ihr wisst Bescheid. Okay, Freunde, würde ich sagen, machen wir mal weiter, oder? Was ist hier drin? Ein paar Fischis. Sonst? Irgendwas? Nee. Sag mal, so eine... Das wurde auch noch nicht... Oder wurde es richtig erklärt? So eine Polymerblase. Man hört ja mehrere Stimmen. Sind es einfach so die Überreste von denen? Oder warum hört man die Stimmen? Weil die alle verbunden und das... Nee. Oh scheiße, das sieht nach Bossfight aus. Oder Dishonored. Mit dem Wal. Dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Taubkopfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt ist es eine Hydraulikpumpe. Habe ich das nicht gerade gesagt? Bewegt er sich nicht? Okay. Soll mal recht sein. Ja, das schmeckt dir, wa? Oh, oh, oh! Geil! Keine Muni mehr. Ich muss ausweichen irgendwie. Stimmt bei dir was nicht. Komm hier rüber. Immer schön ins Auge, ey. Immer schön ins Auge. Wow. Oh, okay, 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 okay. Pass auf! Scheiße. Thank you.
sieht das geil aus, ey, schon wieder. Bleib da einfach stehen. Ich bleib da einfach stehen, weil ich die dicksten Eier hab, Junge. Die dicksten hier im Game, okay? Oh, scheiße, alles klar. Komm, komm. Gut, dass ich mir über 500 Schuss oder sowas gemacht habe. Die sind gleich weg. Und gegen der Annahmen lädt unsere Energie rechts unten übelst langsam auf. Nur. Ja, eigentlich wollte ich die Energie knallen. Hä? Hat er gar keinen Schaden bekommen jetzt? Nicht sterben jetzt, ey, auf den letzten Metern. Easy. Hä? Oh, ich dachte schon. War das jetzt extra oder war es jetzt einfach nur so Zufall, was er jetzt den Weg frei gemacht hat? Das sah nämlich erst so aus, als wenn er uns beschneiden wollte am Sneedlewoods. Schon geil, ne? Irgendwie krieg ich direkt Bock auf Dishonored, wa? Geiles Game, oh. Geiles Game. Der ist tot, der arme Walmann. Der arme Walmann. Ich sehe jetzt hier einfach. Naja, aber warum war der in seinem Bauch? Wurde der verschluckt oder was? Und dann ist er hier gestanden? Nein, egal. Nicht hinterfragen, es ist einfach so. Sah schon cool aus, so. Also von der Optik her, der Bosse ist schon geil, ne? Ist schon echt, das ist schon ganz cool. Das stimmt mich halt dann wieder positiv. Aber wie gesagt, diese offene Welt und die Massen an Gegnern, das ist einfach zu übertrieben, finde ich. Das kann man auch cooler lösen, weißt du? Nicht so penetrant und nicht so nervig. Das ist halt einfach teilweise wirklich einfach nervig. Das ist halt, ärgerlich, genauso wie das hier zu fällen, Alter. Junge, was ist das? Was habe ich da gemacht? Warum hat er sich nicht festgehalten? Das war noch richtig, oder muss ich noch irgendwie näher ran, oder wie, oder was? Oder wie, oder was? Komm! Also jetzt hier an der Grenze, und jetzt da hoch. Ja, okay. Ach, Katze, ich dachte schon. Oh, das Ding war gefährlich. Mir war nicht klar, ob ich das schaffen würde. Und es gibt noch viel gefährlichere Roboter. Echte Kampfroboter sind doch viel tödlicher. Hier gibt es keine Kampfroboter. Noch nicht. Aber sobald kollektiv gestartet wird, werden sie überall sein. Und zwei davon mit Beta-Konnektoren. Hast du eine Ahnung, wie viel Blut wegen der privaten Ambitionen einer einzigen Person vergossen werden wird? Du und die Ringe, ihr treibt mich in den Wahnsinn. Wann hört ihr Penner auf, alle an mir rumzuzerren? Erledigt. Bist du jetzt glücklich? Gute Entscheidung, Genosse Major. Ich habe keinen Zweifel, dass dadurch Leben gerettet wurden. Vielleicht mehr, als ich mir vorstellen kann. Wollen wir es hoffen. Hä? Das war's jetzt mit dem Ring? Das war... Hä? Okay. Irgendwie, hatte ich mir das, anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber okay. Habt ihr auch irgendwas anderes erwartet jetzt mit den Ringen? Außer, dass er die einfach jetzt einfach so ins Wasser wirft und fertig ist? Du heiliger Bimbam. Scheiße, das war unerwartet. Warum sind sie erstarrt? Der Zugangscode wurde von Petrovs Neuropolymerspeicher extrahiert. Der Kampfmodus wurde deaktiviert und die Roboter sind zu ihrem normalen Status zurückgekehrt. Gut gemacht. Jeder, der sich verstecken und überleben konnte, verdankt dir sein Leben. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Und was jetzt? Komm nach Jellomay, lass dich untersuchen und nimm dir frei. Ich kümmere mich um die Auswirkungen dieses Schlamassels. Verstanden. Bin schon unterwegs. Du hast Setchenov nicht von Philatova erzählt.
Willst du dich immer noch mit ihr treffen? Ich will die Beweise sehen, die angeblich so wichtig sind. Das wird Dr. Sitchinoff nicht gefallen, das weißt du. Erzähl's ihm halt nicht. Ich weiß, ich bin mal gespannt, wie das jetzt aufgelöst wird. Dann kann man natürlich ein finales Urteil bilden, weil die Story ist... es ist ein bisschen schwierig bisher. Schwierig, so richtig das einzuschätzen, weil teilweise ist es schon interessant, teilweise denkst du auch, sag mal, ein bisschen dumm. Das ist schwer, so. Meinst du, das schwankt, nach oben schwankt. Gehen? Eine Barke? Und wo sollen wir die suchen? Larissa! Schöne Scheiße. Du bist hier doch irgendwo in der Nähe. Ich kann niemanden in der Nähe entdecken. Sehen wir uns mal um. Sie muss hier sein. Vertraust du Dr. Filatova? Ich vertraue niemandem. Aber sie hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Und ich bin sicher, Dr. Sechenov verbirgt etwas. Hat Dr. Sechenov dir je von seinen Plänen erzählt? Nicht so richtig. Naja, musste er ja auch nicht, aber jetzt diese ganze Geschichte mit Petrov. Galert tötet Stock und der Boss zuckt nicht mit der Wimper. Ist der Start von Kollektiv wirklich so wichtig, dass er ihn aus Respekt vor den Toten nicht verschieben kann? Zu diesen Themen habe ich keine Daten, Genosse Major. Keine Daten, hm? Tja, ich habe auch keine Daten. Also gehen wir uns welche besorgen. Okay. Speichere Daten. Das ist sie doch, die Daten. Was man aber auf jeden Fall schon sagen kann, also das ist ja wirklich von den Entwicklern das erste Game. Okay? So kann auch ein erstes Game aussehen. Nur mal so am Rande an die Leute, die sich teilweise denken, ey, warum kritisiert er einige Spiele, wenn es schon das 20. Spiel der Reihe ist, so, weißt du? Ich nenne jetzt keinen Namen, sonst heißt es wieder ich. Du meckerst ja nur. Mann, ey, du sagst ehrlich deine Meinung, wie kann das sein, ey? Wie kann er das? Darf er das überhaupt? Ja, darf ich. Es hat Potenzial, das Game, ey. Aber es hat auch sehr viel Potenzial jetzt schon liegen lassen, das kann man jetzt auch schon mal sagen. Rezept Schneeball bereits frei. Warum kriegen wir nur Rezepte nur noch, ey, die waren, ne? Ich glaube, die mir fehlen, die sind wahrscheinlich wirklich in diesen krassen Zonen und so, ne? Tagebuch des Leuchtturmwärters. Als sie mir gesagt haben, dass mein Leuchtturm aus dem Boden gerissen und von Robotern von Sachalin nach Kasachstan gebracht werden soll, da dachte ich, sie sind besoffen. Aber nein, er steht jetzt tausende von Kilometern vom Meer entfernt. Wie ein Ausstellungsstück in einem Museum. Und ich auch. Klar, ich bekomme mehr Gehalt. Klar, ich muss kaum etwas arbeiten. Die Maschinen tun alles. Der Leuchtturm und ich sind nur eine Bestätigung, dass die Menschheit tun kann, was sie will. Aber was zur Hölle bewachen sie mit diesen fliegenden Waffen überall? Hä? Tja, das kann ich dir nicht beantworten, Kollege. So, okay. Alles klar, dann schauen wir das mal ab, ne? Hier da oben ist eine Kiste. Muss ich jetzt nach oben oder was? Alleine für die Möglichkeit so zu looten, ist schon wert, das Spiel zu spielen. Nein, Spaß. Aber es ist schon einfach immer noch geil. Nach Stunden immer noch geil. Wir müssen nach unten. Wir müssen auf jeden Fall nach unten, dann checken wir erstmal oben ab. Kurz mal. So viel Zeit muss kurz mal sein. Rezept Kalasch bereits freigeschaltet. Ey, wir kriegen wirklich nur noch Rezepte. Warum aber? Aber warum sind die hier noch drinnen verteilt, weißt du? Wenn die wirklich so random teilweise verteilt sind oder mehrfach in Kisten, warum haben wir seit Stunden nichts Neues bekommen? Oh Mann, ey. Ja, das Design der Welt ist halt immer noch echt nice, Mann. Ist echt nice.
So, ich krieg einen Drehwurm. Hallo, hallo. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Ja, hier. Was haben wir denn hier? Ein Stuhl und ein Fernseher. Das hatte ich nicht erwartet. Was hattest du denn erwartet? Ich vermute, dieser Raum hat eine bestimmte Funktion. Beschleunigung dadurch verursacht wurde, dass das Aufzugssystem gehackt wurde. Sonst hätte Dr. Filatova das nicht initialisieren können. Also hat sie das System gehackt. Irgendwie so, wie all diese armen Kerle in Grund und Boden gehackt wurden. Das ist also Neptun. Sieht schön aus. Also, eigentlich sieht er fantastisch aus. Der reine Wahnsinn. Ich hätte nichts dagegen, selbst eine Weile dort zu verbringen. Aber wer weiß, was da gerade los ist. Genosse Setchenov hat dich gebeten, nach Chelomei zurückzukehren. Wie wirst du diese Verzögerung erklären? Das kriegen wir schon hin. Reden wir erst mit Frau Doktor. Aber wenn sie wieder abhauen will, wird sie das bereuen. Ich hab die Katz- und Maus-Spielchen satt. Wärst du so freundlich, nach vorne zu laufen? Wärst du so freundlich? Ja, wir sind in Rapture angekommen. Endlich ist es soweit. Wow, krass. Was tun wir hier? Was willst du? Hör mir nur zu, P3. Ich biete dir eine andere Perspektive. Dann kannst du entscheiden, was du damit machst. Weißt du, wie Setchenov vorhat, Kollektiv einzusetzen? Was er damit machen wird? Ja, nach dem Start von Kollektiv können Leute Roboter mit ihrem Geist steuern. Und sie werden sich nicht mehr in den Rücken fallen können. Klingt doch gut. Das dachte ich auch immer. Aber so liegen die Dinge nicht wirklich. Es geht nicht nur um die Steuerung von Robotern. Setchenov wird jeden kontrollieren können, der Teil von Kollektiv ist. Kollektiv ist teuflisch, Netschajew. Noch viel schlimmer als Sklaverei. Unsinn. Das ist die gleiche Befehlskette, nur in einem virtuellen Netzwerk. Was ist daran so schlimm? Na los, sieh einfach selbst. Ich hab Fragen. Wo sind wir? Das ist die Akademie der Konsequenzen. Gedächtnis, Analysezentrum und Hauptarchiv der Anlage. Die Aktivitäten aller anderen Komplexe werden hier untersucht, um Schlüsse zu ziehen und Wahrscheinlichkeitsmatrizen zu erstellen. Ja, komm zum Punkt. Die Akademie hat mehrere interessante Abteilungen. Zum Beispiel das Radio der Zukunft. Durch Kombination von Kurzwellen und Quantenechos können wir vorhersagen, welche Musik man in 50 oder sogar 80 Jahren hören wird. Aber es gibt noch eine andere, ziemlich besondere Abteilung namens Verhaltenspsychologie polymerisierter Subjekte. Das sollen eigentlich Freiwillige sein, aber... Wie bist du hier reingekommen? Warum haben dich die Drofas nicht aufgehalten? Ich arbeite hier. Nun, das habe ich. Nur Setchenov kann den Zugang widerrufen. Und der hat gerade viel zu tun. Ich bin keine Gefahr. Jetzt komm zum Punkt. Und keine Granaten oder den anderen Scheiß mehr. Mach irgendwelche Faxen und ich töte dich. Letzte Warnung. Klar, gut. Na los, ich vergeud deine Zeit nicht. Na gut, geh voran. Okay. Da bin ich mal gespannt, was sie uns jetzt zeigen wird. Und? Bist du bereit? Polarisation deaktivieren! Scheiße, was ist das hier? So eine Art Spukhaus? Eine Grabstätte der Freiwilligen, die das Fundament für Kollektiv gelegt haben.
Die ersten Gruppen starben alle sofort. Gruppe 30 wurde wahnsinnig. 73 brachte sich selbst um. 101 sich gegenseitig. Gruppe 204 war am erfolgreichsten. Alle überlebten. Ihre Bewusstseine sind nun in einer imaginären Welt. Wir nennen sie Limbo. Und ihre Körper sind hier, vollständig unter meiner Kontrolle. Sollen sie etwas für dich tun? Wozu? So siehst du, ich lüge nicht. Meinetwegen. Leg los. Was darf sein? Der Dicke soll springen. Bewegung schadet nicht. Nur er? Warum nicht alle springen lassen? Schließlich leben wir in einer kommunistischen Gesellschaft. Springt, verdammt nochmal! Das ist doch irre. Warum macht ihr Leute so einen Scheiß? Verdammt. Arme Schweine. Nein, da täuschst du dich. In chemischer Hinsicht sind sie alle total glücklich. Darum geht es bei Kollektiv. Die ganze Welt wird in Zukunft genauso sein. Warum die Menschheit in einen Haufen Idioten verwandeln? Macht sich Sechenov lustig über die Welt, indem er Leute nackt herumrennen lässt wie Tiere? Nein. Wir konnten den Zerfall des individuellen Bewusstseins verhindern. Erinnerungen, Verhalten, Sprachmuster bleiben erhalten. Nur eines lässt sich nicht vermeiden. Der vollständige Verlust des freien Willens. Wir müssen das verhindern. Verhindern? Das hatte Victor versucht. Du bist ihm in die Quere gekommen. Es ist zu spät. Dein Freund brachte Leute um und behauptete, Sechenov habe den Robotern das Töten während der Designphase beigebracht. Warum sollte der das tun? Warum? Warum Kollektiv als ein System für Bewusstseinskontrolle? Warum diese speziellen Neurocontroller? Sechenov will die ganze Welt versklaven. Also wenn du das nicht verstehst, bist du ein Idiot! Der Boss würde sowas nie tun. Er würde. Und er wird. Am Montag. Das ist schwer nachzuvollziehen. Aber ich helfe dir. Was immer du auch vorhast. Du stellst dich gegen Sechenov? Nach allem, was du mir gezeigt hast? Ja. Ich will hören, was er zu sagen hat. P1, P2, P3. Dein Geist ist niemals frei. Was hat er denn da für eine Windel an? Ja, das war auch schon komisch, dass wir die ganze Zeit so P3 genannt werden, ne? Wie so ein Objekt halt, ne? Ein Mann kann repariert werden. Wie? Was war das? Was war was? Nichts. Ich verarbeite nur, was ich gesehen habe. Warum hilfst du mir? Weil es mir wichtig ist. Außerdem geht es nicht um dich. Also nicht nur um dich. Wenn du hier gearbeitet hast, warum hast du es nicht aufgehalten? Ich hielt es für das Beste. Ich dachte, es wäre zum Wohle der gesamten Sowjetunion. Aber als ich erkannte, was wirklich lief, ich musste auf den richtigen Moment warten. Victor und ich haben alles riskiert und den Rest kennst du ja. Gut, ich mach weiter. Das Testsubjekt verlässt den Limbo nicht. Neurotransmitter. Hey, Major. Alles gut. Mein Kopf macht mir zu schaffen. Ich sehe Dinge. Eine ziemlich heftige Sache, das sage ich dir. Es wird nicht wehtun. Du wirst dich an nichts erinnern. Halluzinationen sind was Ernstes. Die seltsame Stimme, das war Charles, oder? Das war Charles, glaube ich. Ich glaube, das war der. Ich bin Neurochirurgin. Ich kann wahrscheinlich helfen, wenn alles gut ausgeht. Nein, danke. Ein kleiner Urlaub wird wohl reichen. Ich meine, falls das hier gut ausgeht. Gut. Ah.
Hör mal, wegen Victor. Was? Hattest du keine Wahl? Du konntest nicht anders handeln? Sagst du mir jetzt, dass es dir leid tut? Was? Es tut mir leid. Mir nicht. Das sollte es, aber Victor, es war kein anderes Ergebnis möglich. Er war nicht mal mehr ganz er selbst. Ich will nicht darüber reden. Ich fühle mich bei diesen Leuten einfach nicht wohl. Ach, warte einfach ab. Bald wird es überall in der Sowjetunion passieren. Und später auf der ganzen Welt. Dann wirst du sehen, den Menschen wurde ihr freier Wille geraubt. Naja, ein freier Wille garantiert nicht, dass jemand kein Drecksack ist. Wie kann man Grausamkeit rechtfertigen? Grausamkeiten? Was für Grausamkeiten? Als Freiwillige war es ihre Entscheidung, herzukommen. Das hat nichts mit mir zu tun. Du bist ein Monster! Bestätigt. Es reicht. Zum Plaudern habe ich keine Zeit. Na schön. Genieß die Aussicht. Ja, das ist ganz schön krank hier. Jetzt fliegen hier so die Polymertropfen durch ihn, oder was ist das jetzt? Ja? Er hat uns doch auch immer verfolgt oder den Weg gegeben, vorgegeben in den Halluzinationen. Wir sind bestimmt hier irgendwie geflüchtet oder irgendwas. Oder sind speziell oder haben irgendwelche krassen Tests bestanden und sind deswegen hier oder so? Ich weiß nicht. Hier in dem Raum, allein in dem Gang wäre natürlich geil gewesen, wenn es Raytracing gegeben hätte, oder? Aber das gibt es ja, glaube ich, nicht mal auf dem PC, war in der Version. War ein bisschen komisch. Das wurde doch krass beworben mit Raytracing, aber ich sag mal so, also, das sieht trotzdem überragend aus, das Game, finde ich. Aber gerade hier so in der Station wäre Raytracing bestimmt richtig geil. Das wäre heftig gewesen, hätten sie das auch noch geschafft, auch noch mit 60 Frames 4K. Auf den Konsolen meine ich jetzt. Aber vielleicht wird das ja nur nachgereicht, ich weiß gar nicht. Aber diese eine Stimme, ich glaube, das war wirklich Charles. Aber warum ist der denn, also wenn er das wirklich war, dieser Arzt, der irgendwie auch da mitgeredet hat oder sowas. Warum ist er denn jetzt hier in Handschuh und hilft uns eigentlich? Also, oder, obwohl, ne, was heißt helfen? Aber er drängt uns immer in eine Richtung, das ist klar. Und fragt uns auch immer die ganze Zeit so aus, weißt du? Was hältst du davon? Wie willst du da entscheiden, ne? Das war ja auch schon, das hat ja auch schon mehrfach jetzt angesprochen. Dass das schon irgendwie ein bisschen komisch rüberkommt. Was soll dieses Schloss? Daten gelöscht. Sascharovs Labor gebrannt. Der Professor wurde tot aufgebrannt. Okay. Auf M. Stockhausen bitte hin, wurde diese Nachricht eine Aufnahme zwischen Setschunov und Petrov. Aha. Lass mal hören. Genosse Setschunov, die Steuerungsschnittstelle von Kollektiv muss so rekonfiguriert werden, dass sie nur Roboter steuern kann. Ich lasse nicht zu, dass dieses Gerät Menschen kontrolliert. Victor, wir sind Männer der Wissenschaft. Für Emotionen oder Politik ist in der Anlage kein Platz. Befolge deinen Befehl. Genosse Setschunov, ich habe kein Problem damit, dass ein gewisser weiser Intellekt den Kurs für die gesamte Menschheit vorgibt. Wohl aber damit, wen du in der Rolle des Demiurgs siehst. Es geht also um persönliche Beziehungen. Wer hat dir gesagt, dass du der Würdigste unter den Würdigen bist, hä? Wer hat die Geschichte in deine Hände gelegt? Hältst du dich für besser als alle anderen? Das romantische Melodrama im Theater wirkt sich wohl auf dich aus. Darf ich davon ausgehen, dass du einen direkten Befehl verweigerst? Ja. Und nun? Willst du mich töten? Victor, ich weiß nicht, was du von mir hältst, aber zu etwas derart Primitivem würde ich mich nie herablassen. Hm.
Okay. Auch geile Friese, muss man auch mal sagen. Stabile Frisur auf jeden Fall. Sollte auf jeden Fall ein Trend setten. Hier. Eieieiei. Widersetz dich. Oh, Scheiße. Ich bin dieser Halluzination sowas von leid. Hast du bunte Flecken vor den Augen? Ändert sich deine Wahrnehmung der Welt? Ja, genau. Weißt du, was das für eine Scheiße ist? Du warst auf dem Weg ins Limbo, aber wie konntest du es aufhalten? Keine Ahnung. Es ist, als würde mich dieser Polymerklumpen rufen. Ein großer, tränenförmiger. Genau da, direkt über uns. Siehst du ihn? Da sehe ich nichts. Wie meinst du das? Da ist er doch. Oh, Scheiße. Und jetzt ist er weg. Eine halluzinatorische Reaktion. Ein Nebeneffekt deiner Operation. Die Reaktion eines geschädigten Hirns auf ein Neuropolymer-Implantat. Wovon redest du überhaupt? Was für ein Implantat? Hat Sechenov dir nichts gesagt? Du weißt nicht, was mit dir geschieht? Charles, weißt du, was mit meinem Kopf nicht stimmt? Ich kann keine internen Veränderungen feststellen. Aber dein Vosrod-Polymer-Extender empfängt einen nicht identifizierten externen Datenstrom. Was ist das? Mit wem redest du? Ein charakteristisches Lernsystem, eine KI in meinem Polymerhandschuh, aber egal. Charles, wovon redest du? Charles? Warte. Charles, welche Daten? Welcher Vosrod-Polymer-Extender? Der Vosrod-Polymer-Extender wurde anhand von Daten aus Experimenten von Dimitri und mir entwickelt. Was? Von dir? Und warum nennst du Dr. Sechenov Dimitri? Wer bist du? Das ist nicht so einfach zu erklären, Genosse. Ich bin... Charles! Charles, was soll das plötzlich mit dem Rauschen? Was zur Hölle ist hier los? Reiß dich zusammen, Major. Wenn das, was ich denke, stimmt, müsste ich jetzt auf das Archiv zugreifen können. Auf Aufzeichnungen über dich. Name und persönlicher Zugangscode. Schöne Scheiße. Ungültiger Name. Gut, ich hack mich rein. Nicht so schnell. Name Cheriton Zaharov. Code Flauschi. Code akzeptiert. Zugang gewährt. Charles, bist du da? Nichts? Nichts. Also, was ist Charles? Kurz gesagt, dein Charles ist Professor Cheriton Zaharov. Das war kurz. Wie kann er Zaharov sein? Professor Zaharov hat die Kollektiv-Subsysteme entwickelt und das Modul, das sich in dir befindet. Angeblich hat er Experimente durchgeführt an sich selbst. Die Ergebnisse waren katastrophal. An sich selbst? War er dumm oder so? Das war er ganz bestimmt nicht. Zaharov war ein von Wissenschaft besessener Misanthrop. Ich glaube, ihm war ziemlich egal, was mit seinem Körper passierte. Ach, geil, ey. Manchmal feiere ich das, war der dumm oder so? Oh, nice. Ja. Ja, wie gesagt, das sind so alles so Sachen, da konnte man schon ahnen, dass da irgendwas im Busch ist, so weißt du? Aber ich find's trotzdem schon interessant so jetzt, ja? Also man merkt, es geht Richtung Finale. Wann ist dir klar geworden, dass Charles Zaharov ist? Gerade in diesem Moment, als er außer Betrieb ging. Ich wusste nicht, dass Sechenov sein Bewusstsein in deinen Handschuh gespeichert hatte. Die Abkürzung Charles war der Hinweis. Also ist Charles kein Mensch mehr, sondern ein Gerät. Keine Ahnung, ich schätze schon. Nur, dass dieses Gerät auf dem logischen Muster und der Erfahrung eines der größten Sowjetgenies basiert. Und warum will Sechenov ihn haben? Weil er nichts ablehnt, was er benutzen kann. Er kann einfach alles an seine Bedürfnisse anpassen. Das dürfte dir schon aufgefallen sein. Lustig ist, dass du dich mit deinem Handschuh angefreundet hast. Naja. Wir haben einiges zusammen durchgemacht. Ich habe Gefühle, da ich lebe und so. Und er hat sie auch. Hatte. Okay, er ist jetzt ein Gerät. Aber die Frage ist jetzt, wenn er jetzt ein Gerät ist, kann er als Gerät auch Döner schneiden? Ich weiß es nicht.
Wie kannst du da so gelassen drüber reden? Für mich starb Cheriton Radionovich vor langer Zeit. Ich trauere nicht mehr. Außerdem bin ich Wissenschaftlerin. Wir lassen uns doch vom Tod nicht von unserer Arbeit ablenken. Also, wie kommen wir rein? Auf das Archiv haben nur wenige Leute dauerhaft Zugriff. Sechenov, Lebedev, der Direktor der Akademie, und Sacharow, woran du mich erinnert hast. Flauschi, ha? Huh? Was hätten wir gemacht, wenn das Passwort nicht funktioniert hätte? Du hättest die Tür bestimmt mit deinen Fäusten zertrümmert. Aber das System glaubt jetzt, ich sei Dr. Sacharow. Also können wir jetzt alles über dich in Erfahrung bringen. Na los. Okay, also dieser Punkt, der ist schon so extra in die Richtung gedrängt worden, ne? Wir haben so krasse Techniken, wir haben Bewusstsein, kollektives Bewusstsein, krasse Roboter, krasse, hast dich gesehen. Und dann kannst du einfach die ganze Anlage hinters Licht führen, indem du einfach nur das Passwort sagst. Und da wird gar nicht die Körperform, die DNA, die Stimme, irgendwas genommen, um das wirklich so 100% zu verifizieren? Nur das Passwort reicht? Ist der dumm oder so? Nein, Spaß. Wie lautet das Thema Ihrer Anfrage? Agent P3, persönliche Datei. Ihre Suche ergab 42 Audioaufnahmen. Die hören wir jetzt aber nicht alle, oder? Welche nehmen wir zuerst? Ist mir völlig egal. Dann wähl irgendeine aus. Ach du Scheiße, Alter. Nee, jetzt ernsthaft? Warte mal, das ist ja jetzt nur Loot hier, oder? Wir haben doch jetzt nicht 42 Dinger, oder? Sag mal her. Bist du bereit zu sterben? Dann bist du genau der Richtige. Super, ja, super. 11. Mai. Mhm. Ja, ist doch mehr ernst. Eigentlich müsste ich jetzt hier einmal nochmal durchlooten, ey. Auf schnelle Welle. Was haben wir hier noch? Aha. Aha. Nach dem Vorfall war Plutoniums Gehirn nicht mehr für die Funkenpolymererweiterung geeignet. Also entwickelte ich für ihn eine ähnliche Funktionserweiterung namens Vosrod. Cheriton, möge er in Frieden ruhen, würde sich freuen, dass seine Entwürfe nicht vergeudet wurden. Okay, na gut, das war jetzt doch nicht so interessant, wie man vielleicht gehofft hat. Es ist, wie gesagt, es ist schade so. Da sind bestimmt einige coole, interessante Sachen dabei in diesen ganzen Berichten. Aber es ist schon wieder für meinen Geschmack so viel. Da wirst du erschlagen, so, weißt du, von der Masse, von der Menge her. Und übersiehst dann vielleicht ein paar coole Sachen. Ja, ist schwer. Also, da wird es wahrscheinlich schon Mühe gegeben. Also, wird es schon Mühe gegeben. Aber die Sachen, die ich jetzt wirklich bewusst alle gelesen habe, da sind. Ich weiß nicht, da würde ich schon sagen, 90% der Sachen sind eher so. Ja. Eher wirklich unbrauchbar, also fürs große Ganze auf jeden Fall. Eher so vielleicht nochmal zum Einordnen der Charaktere, aber das kann man sich ja jetzt mittlerweile auch schon denken, wie die so drauf waren ungefähr. Die meisten. Ja, gut. Was ist das denn hier? Ah, okay. Okay, let's go. Versuch die hier. Starte Wiedergabe. Bei den Ereignissen in Bulgarien wurden die Agenten schwer verletzt und waren eigentlich klinisch tot. Agentin Blesna konnte nicht gerettet werden. Da Agent Plutoniums Zustand nicht so ernst war, konnte er wieder kampfbereit gemacht werden. Allerdings mussten seine Gliedmaßen amputiert und durch die neuesten Prothesen ersetzt werden. Ja, ich weiß, dass die Hälfte meines Körpers aus Prothesen besteht. Und sonst? Das ist alles sehr allgemein. Finde eine andere Aufnahme. Okay.
Und oh, wo ist es? Schien die nicht gerade rot? Ja, doch, oder? Ah, da hinten. Hier ist noch eine. Barbina. Gut, spiel die hier ab. Starte Wiedergabe. Nach seiner Genesung war die Persönlichkeit des Agenten, darunter auch seine Verhaltens- und Sprachmuster, stark verändert. Daher traf ich die Entscheidung, ihn aus der Agentum-Einheit zu entfernen. Um einen Gedächtnisrückfall zu verhindern, erhielt Plutonium die neue Bezeichnung P3 und untersteht nun meinem direkten Kommando. Sein Kontakt zu Argentum wurde auf ein Minimum beschränkt und das Argentum-Personal wurde davor gewarnt, in seiner Gegenwart die Bezeichnung Blesna zu erwähnen. Scheiße. Ich hole eine andere. Was? Sechenov hat dich an der Leine und macht mit dir, was er will. Hör mal, er hat mir das Leben gerettet. Ich weiß, dass ich ein Testsubjekt bin. Das ist mein Beruf. Du bist also ein Freiwilliger, hm? Dafür bist du dann aber ganz schön ungehorsam. Weil sie mir vorher immer gesagt hatten, was sie machen. Ich hole eine andere Aufnahme. Okay, denn diese Sprachnachricht, da macht die ja doch mehr Sinn dahin, ne? Was ist das denn jetzt hier? Schummelst du schon wieder? Das sind zu viele Sachen hier. Ey, guckt euch das mal an. Wie viele Dinge das wären, weißt du? Das ist zu viel. Ich fühl mich erschlagen, weißt du? Ich fühle mich echt ein bisschen erschlagen mit diesen Möglichkeiten hier. Hm. Ja, wo ist es denn jetzt? Ah, hier. Barbina. Was heißt denn Barbina? Barbina ist doch ein bisschen irgend sowas familienmäßig, oder? Oder? Barbina? Barbina? Was könnte das sein? Hier, einer von euch kann doch bestimmt Russisch oder nicht. Barbina. Heißt es Kind oder was? Oder so? Nee, keine Ahnung. Probieren wir die mal aus. Prozedur? Implantation der Voskhod Neuropolymer Hirnfunktionserweiterung. Aus wie Pokéball. Ziel? Völlige Ausschaltung destruktiver Impulse durch traumatische Erinnerungen. Patient Major Sergei Nechayev. Codename Plutonium. Dritter Versuch. Die ersten beiden Operationen waren erfolglos. Der Patient erlitt in Bulgarien eine schwere Gehirnverletzung, die nicht behoben werden konnte. Der Schaden ist so groß, dass der Patient wahrscheinlich eliminiert werden muss. Hast du gehört? Er wollte dich töten. Die Frontallappen wurden teilweise zerstört, was beim Patienten zu unkontrollierbaren Wutanfällen führt. Die Stahlprothesen des Patienten machen ihn zu einer Gefahr für andere. Hier geht's um deine Anfälle. Wegen vorübergehenden Wahnsinns wird der Patient in eine psychedelische Wirklichkeit versetzt, die ihn daran hindert, die Konsequenzen seines aggressiven Verhaltens zu akzeptieren. Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Es wird dir nicht gefallen. Der Patient leidet unter intensiven Halluzinationen. Hast du deine Frau wiedergesehen, mein Junge? Woher wissen Sie das? Aber ein Voskhod-Implantat verleiht dem Patienten künstliche Erinnerungen und lässt ihn seine Obsession mit seiner verstorbenen Frau überwinden. Deine Frau. Blödsinn, ich war nie verheiratet. Dank Voskhod kann das Bewusstsein des Patienten in die imaginäre Welt von Limbo versetzt werden, durch einen Impuls, der direkt auf dessen Hypophyse gerichtet ist. So lässt sich der Major auf Kommando in den Kampfmodus versetzen. Dazu sei aber gesagt, dass ich sie... Was für ein Quatsch. Ich meine, das ist doch nicht möglich. Ich fürchte leider doch. Sechenov kann deinen Verstand in dein persönliches Paradies schicken. Auf Knopfdruck. Und mein Körper? Dein Körper tötet, wenn Sechenov es befiehlt.
Verdammte Scheiße. Und die Halluzinationen, kommen die auch von Sechenov? Nein. Die Halluzinationen sind nur ein Abwehrmechanismus deines Gehirns. Oh, warum zur Hölle sollte ich das alles glauben? Der Boss würde mir sowas niemals antun. Aber klar. Er würde ja auch nie deine Frau aus deinen Erinnerungen löschen. Oder kollektiv als ein System für Bewusstseinskontrolle planen. Wer sagt, Sechenov ist dafür verantwortlich? Sitzt er überhaupt in diesem Stuhl? Wenn du mir nicht glaubst, frag ihn. Was ist der Plan, Major? Er wartet bei Chilomei auf uns. Wenn wir Sechenov stoppen wollen, müssen wir ihn hinhalten. Du bringst mich als deine Gefangene dorthin? Und was dann? Das werden wir dann sehen. So sieht's aus, Major. Denk drüber nach, während ich diesen Aufzug hacke, damit wir an die Oberfläche zurück können. Aha. Passt du jetzt auf, du Drecksack! Major, ich habe keine Daten über diesen Vorfall. Du willst mich lächerlich machen, was? Tja, willkommen im Club. Hast keine Daten, ha? Du wusstest es die ganze Zeit. Du heißt nicht ohne Grund Charles, oder? Du bist Charitin Sacharow, du mieser Penner! Hast du eine Erklärung dafür? Na? Es gibt nichts zu erklären. Du bist genauso ein Charles für mich, wie ich für dich ein völlig Fremder bin. Erst hat Sechenov mich ermordet und dann einen Polymerklumpen aus mir gemacht. Danach hat er dich manipuliert. Wie konnte ich einem von euch trauen? Deswegen habe ich vorgetäuscht, ein charakteristisches Lernsystem zu sein. Ich wollte sehen, wer was war. Ja, toll. Okay, ich hätte wohl das Gleiche getan. Also, was sollen wir jetzt machen? Was können wir denn machen? Wir sind jetzt Freunde und kennen die Wahrheit. Wir müssen zu Sechenov dieses Unrecht korrigieren und Rache für das nehmen, was er uns angetan hat. Du hast wohl recht, Chariton. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Du bist ein guter Mann. Ich sage es nur ungern. Aber du bist das erste funktionierende Beispiel für eine gewöhnliche Verbindung im Kollektivnetzwerk. Am Montag wird jeder, der die Polymerisation durchlaufen hat, genauso formbar wie du. Scheiße. Das darf nicht passieren. Oh, warte. Dieses verdammte Gedankegerät. Das kann man einfach entfernen. Das wird niemandem helfen, sondern es nur noch schlimmer machen. Wieso das denn? Weil alle Gedankegeräte nutzlos sind. Das Signal einer polymerisierten Person wird über die Steuergeräte an Roboter und andere Apparate geschickt. Aber das macht sie nicht zu einem Teil von Kollektiv. Das Gedankegerät kann zwar entfernt werden, was aber lediglich verhindert, dass der Träger den Maschinen Kommandos gibt. Wie wird Sechenov dann die Kontrolle behalten? Die Neuropolymer-Injektion macht die Leute zum Teil von Kollektiv. Sie nistet sich im Gehirn ein und verbindet es ein für alle Mal mit dem neuronalen Netzwerk. Der Effekt ist unumkehrbar. Jeder, der eine Injektion erhält, ist auf immer und ewig ein Teil von Kollektiv. Aber war ich wirklich verheiratet? Wie hieß meine Frau? Ekaterina, und dir wird nicht gefallen, was ich dir jetzt sage, Genosse Major. Das höre ich öfter. Aber mich überrascht nichts mehr. Du und deine Frau waren bei Agentum. Ekaterina oder Katja, wie du sie genannt hast, war eine hochqualifizierte Agentin. Als Kind hatte sie Ballett gelernt und sowohl im Tanz als auch in der Kampfkunst Beachtliches geleistet. Ballett und Kampfkunst? Willst du mir sagen, die Metallzwillinge? Nein, auf keinen Fall. Das ist totaler Unsinn. Sowas würde der Boss niemals machen. Schau mich doch an. Nach meinem Tod wurde mein Bewusstsein in diesen Handschuh übertragen. Nach dem Tod deiner Frau konnte ihr Bewusstsein nicht gerettet werden. Aber Sechenov lud einen Abdruck ihrer Fähigkeiten in die Matrizen seiner Leibwachen hoch. Das ist doch... Oh, heilige Scheiße, das kann nicht sein. Hört sich auch gerade so ein bisschen an... Major. Wir kommen hier raus. Ein bisschen nach Black Widow an, ne? Von Marvel. So ein bisschen Ballett und Russin und so. Agentin. So, let's go. Sind wir fertig? Ja. Ich brauche noch ein bisschen. Ach, scheiße, falscher Knopf. Willst du noch was anderes suchen? Nein, eigentlich nicht.
Alles klar, gehen wir. Kommunismus 2.0. Eieieiei. Hey, coole Ansätze storymäßig, finde ich, oder? Cooler Ansatz auf jeden Fall. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest. Ach, Scheiße. Nicht schon wieder. Nein, nicht jetzt. Nicht hier.